Willkommen zurück bei Medieval. Wie fast schon gewohnt aus dem Heldensaal. Und das letzte Level war ja eine richtige Tortur. Das hat mir auch dann irgendwo selber schon ein bisschen wehgetan. Vor allem nach dem Facepalm, den wir am Ende. Nein, 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 nicht verlassen. Runter vom Teleport. Vor und zurück wie ein Geister-Jojo. Vielleicht versteckt der Meister die magischen Eierbecher jetzt besser. Vielleicht. Ja, beim letzten Mal diese Irrenanstalt, dieses Hack-and-Slay-Level mit verschiedenen Räumen, in dem wir dann so lange festgehalten wurden, bis wir der Einzige waren, der noch stand. Oder halt selber tot umgefallen sind. Ja, das war schon ziemlich schwer. Allerdings, das, was da noch an neuen Waffen gekommen wäre, wäre jetzt auch nicht mehr so die Rede wert gewesen. Und dieses eine Special-Item, was man übrigens gar nicht hier drin kriegt, sondern woanders. Ich habe mich da noch nicht allzu detailliert drüber ausgelassen, das wird aber dann kommen, wenn es soweit ist. Und ich weiß haargenau, welches Item ich haben will, bevor ich dann wirklich dahin gehe. Oh, jetzt haben wir erstmal mit dem hier, dem Mongolen-ähnlichen Typen. Zumindest vom Aussehen her würde ich dir jetzt auf Mongolen tippen. Hey, Mr. Fortescue, ich will mit euch sprechen. Wenn dieser Sarok so übel ist, wieso hat man gerade euch geholt, Fortescue? Ich wäre der Richtige, Blood Monarch der Schädelschnitzer. Wo ich hinkam, türmten sich die Leichen stapelweise, während ihr höchstens zur Wachablösung geblasen oder mit dem König Kroket gespielt habt. Trotzdem leihe ich euch meine Axt. Schwingt sie, werft sie. Sie ist so blutdürstig wie ich. Natürlich nehmen wir die an. Genieß das Dämonenblut, mein Prachtstück. Weil das Ding ist ziemlich geil. Wir können damit wirklich richtig schön draufhauen. Wir haben damit allerdings keinen Spezialangriff, sondern stattdessen können wir sie werfen. Ist im Endeffekt wie unser Arm, nur in stark. Also unser Arm, der reicht gerade zum Schild halten, der linke. Und der rechte reicht gerade, um den linken auszureißen und damit Leute zu verkloppen. Ach ja, also das Gute auf der Hardenseite steht ja, dass wir jetzt die Irrenanstalt hinter uns haben. Die ist vorbei, das werde ich jetzt auch nochmal abspeichern getrennt. Ich habe mir zwar noch nicht die ganzen Videos angeguckt, ob die was geworden sind, das werde ich dann gleich so probeweise machen. Allerdings, ja, dass ich das nochmal machen muss, ich fange an zu heulen. Ganz ehrlich, da habt ihr mich hier liegen. Das war grauenhaft. So, ich habe das in der letzten Folge schon angesprochen. Wir haben jetzt eigentlich nur noch ein Level, wo wir das machen können, nämlich die Zauberjade. Da sind wir bisher einmal drin gewesen, wieder rausgeflogen, mehr oder weniger. Allerdings haben wir mittlerweile das Schattenartefakt und das hat uns beim letzten Mal gefehlt. Ja, das Video kennen wir auch. Allerdings wird das jetzt etwas anders laufen. Also ganz ehrlich, für so ein altes Spiel, Gruselfaktor geht schon. So ein bisschen. So, hier, komm. Mal gucken, wie gut die werfen kann. Das ist ja sehr schön hier. Also die Trefferquote geht eigentlich. Zumindest machen die jetzt nicht gleich 50 Schaden, wenn sie uns erwischt haben. Von daher kann man es noch verkraften hier. Also die Viecher sind jetzt wirklich eher so Plänkelei. Aber ist halt schön, eine starke Fernkampfwaffe mit unendlich Munition zu haben. Besser kann es eigentlich nicht laufen. Auch wenn sie natürlich nicht so schnell schießen kann, weil das Ding auch erst noch zurückkommen muss. Aber hier zweimal getroffen und schon ist das Ding alle. Und hier haben wir jetzt noch den Hexenkessler. Den will ich erst aktivieren, wenn ich das Gefühl habe, dass ich so weit bin, weil das ist durchaus nicht von schlechten Eltern, was ist da erwartet. Zumindest habe ich da immer einen gewissen Schiss oder beziehungsweise Respekt vor.
vor allem gibt es da nachher auch eine sehr gute Belohnung, mit der wir jetzt momentan. Wir könnten sie gebrauchen, die ist ziemlich nützlich, allerdings ist das dann genau diese begrenzte Ressource, bei der ich, von der ich auch beim letzten Mal sprach. Ich will da gar nicht so viel über sprechen und zu viel vorwegnehmen. Kannst du bitte einfach die Viecher töten? Meine sind beschissene Kröten. Danke. So, und hier die ganzen Frösche zu töten ist mittlerweile sogar essentiell. Auch wenn die uns noch nicht mal irgendwelche Punkte zu geben scheinen. Und jetzt kann es sonst nur umso nerviger werden. Wir haben keine Zauberlade mehr auf dem Schwert. Das ist suboptimal. Das ist äußerst suboptimal. Wir werden nachher jede Kampfkraft brauchen, die wir haben. Ja, komm, hier geht Platz. Leichten Frosch im Hals. So, da haben wir dieses Janari-Drachenvogel und so. Da haben wir eine Quelle, das ist sehr gut, die werden wir brauchen. Da nochmal wieder ein bisschen aufzuladen. Ich meine, was da unten in dem Verlies war, oder ist zufolge, das war nicht von schlechten Eltern. Das kann man schon benutzen, allerdings. Das gereicht hat es halt und auch nicht. So, ist wieder fertig, dann hier nochmal rumlaufen. Da gab es auch schon beim letzten Mal einige Schätze. Soll mir aber auch egal sein, wir haben Geld wie Sand am Meer. Also wirklich brauchen tun wir es momentan nicht. Wir können ja nochmal für 100 das Schwert verzaubern, allerdings brauche ich dafür erstmal einen Händler. So, und ich werde mich bemühen, dieses Mal nicht wieder runterzufallen, bevor wir oben sind. Das wäre für meine Ehre dann doch mal so ein kleiner Anstoß, dass es nicht ganz den Bach runtergeht. So, diesmal wie so ein Rentner hier laufen, also wie ich schön Piano. Piano fort. Piano fort ist mein Weg, auch was das ist. Habe ich doch keinen Plan von was ich hier labere. Ich weiß, dass das glaube ich. Ich weiß ja, diese Angaben waren entweder Lautstärken oder Geschwindigkeiten bei Klavier. Irgendwie sowas. So, das ging auch diesmal ein bisschen schneller als beim letzten Mal. Also da. Ja. Vielleicht kriegen wir das jetzt auch mal in einem brauchbaren Tempo hin. Vielleicht schmieren wir aber auch beinahe ab und springen fast in den Tod. Weil ich Sprinten gedrückt habe, was ja auch irgendwo Schild ist. Und ja, unser Schild hat auch dieses Mal einen Schlag abgefangen, das war nicht zu verachten. So, danke, dass es diesmal geklappt hat. Wir nehmen auch diesmal das hintere zuerst. Und es ist Gold. Ja, ich meine, wir brauchen wirklich hier alle. Kupferschild gefunden, bringt uns auch nicht viel weiter. Da haben wir diese ganzen körperlosen Beine, die da irgendwie rumfliegen. Oh, verdammt. Ich komme noch runter und der macht tatsächlich 50. Obwohl, ne, macht wahrscheinlich ein bisschen weniger Schaden, ich hab's noch nicht hingekriegt. Bye, bye, Krähenfüße. Von hier aus kann ich die schon gar nicht mehr sehen, also. Da muss man wirklich schon aufpassen, dass man das wie mal zu sich zu Gesicht kriegt, was man da für einen Gegner eigentlich hat. Aber egal. Alte Spiele wollen wir nicht drüber lästern. Da lästere ich lieber über neue Spiele, die es eigentlich dann deutlich besser machen sollten. So, wir haben diese Rune. Die können wir hier vorne gleich irgendwo einsetzen. Also ich kann die Kamera drehen, nur weil das halt mit den Schultertasten geht, mache ich das nicht allzu oft, weil irgendwie ist man es nicht mehr gewöhnt. Was stand hier nochmal? Hier stand gleich nochmal so eine Warnung von wegen hier, dass ihr die Dämonen außen haltet euch fern, dieses Tor führt zum Grab der Schattendämonen, genau. Und ich weiß gar nicht, ob das da schon implementiert, dass hier einer das Ding aufmachen könnte. Das ist wahrscheinlich einfach nur so nach dem Motto, da wollt ihr auch wirklich nicht hin. Also so ist das doch deutlich angenehmer. Es sei denn, die Schubs sind in der Grund, das wäre ziemlich für den Arsch. Halt!
Hier sind die Schattendämonen begraben, von Gott und der Welt abgeschnitten, bis sich die Erde öffnet. Niemand, nicht einmal der finstere Zarok, kann sie ohne das Schattenartefakt befreien. Geht nun, oder teilt ihr Schicksal. Ja. Okay, die Frage ist natürlich, welcher Mensch mit halbwegs klarem Verstand und meinetwegen auch untotes Skelett würde etwas, von dem so eindeutig abgeraten wird, tatsächlich machen und vor allem warum? Wir machen es, weil es ist die einzige Art weiterzukommen. Jetzt ist das so eine Kleinigkeit, die ich nicht ganz verstehe. Und ja, herzlich willkommen im Grab der Schattendämonen. Dort, wo wir immer hin wollten, hier haben wir einen Kelch. Da hinten ist sogar ein bisschen Leben. Und da haben wir irgendeinen Katzenkopf oder sowas. Und ja, hier haben wir so eine komische Zeichnung. Keine Ahnung, was das sein soll. Sieht ein bisschen aus wie ein Dino oder so. Sondern wahrscheinlich die Schattendämonen sein. Hier haben wir ein Feuer. Hier haben wir komische Wellen. Da haben wir Wind. Das ist wahrscheinlich Erde und raus kommt der Avatar. Oder auch nicht. Also ich sag's mal so, ich weiß, welche Reihenfolge wir nehmen müssen. Ich habe aber keine Ahnung, wieso wir die so nehmen müssen. Also ich bin mal davon ausgegangen, es ist, dass wir erst, das Vieh guckt ja so ein bisschen nach links. Dass wir erst nach oben gehen, dann da, wo es hinguckt, dann zu seinem Hinterteil und dann zu seinen Füßen. Keine Ahnung, ob das so richtig ist, aber ich weiß nicht, warum wir das so nehmen sollten. Falls einer von euch eine Idee hat, wieso diese Reihenfolge so ist, immer her damit. Ich weiß nur, dass es so stimmen müsste. Und da kann man so etwas lesen. Zu spät. Epileptischer Anfall. Und das sind die Schattendämonen. Sehen nicht gefährlich aus, muss ich ehrlich sagen. Hier können wir, glaube ich, auch nicht reinspringen. Ich will es aber auch gerade gar nicht wissen. So, Lebensmanagement ist hier teilweise doch ein Problem. Nehmt den Talisman der Schattendämonen. Er ist ein unheiliges Relikt, doch ohne ihn könnten euch einige Wege versperrt bleiben. Vor allem dieses Könntenfall. Vielleicht bringt er was, vielleicht auch nicht. Dann nehmen wir mal diesen Katzenkopf an. Schattentalisman gefunden. Natürlich bringt er uns was. Hier haben wir natürlich auch gerade noch überhaupt gar keine sehen, weil diese ganzen Viecher zählen scheinbar gar nicht. Da wir eh nochmal hier rein müssen. Wir lassen das Ding hier liegen. Momentan brauchen wir es nicht unbedingt. Das werden wir am Ende dieses wahrscheinlich viel nötiger haben, das kann ich jetzt schon mal sagen. Was habt ihr getan? Die Schattendämonen bringen schon wieder Unheil übers Land und das ist nur eure Schuld. Ihr habt die verheerendsten Kreaturen der Weltgeschichte losgelassen. Sie werden sich zu den Ruinen von König Peregrins Schloss aufmachen und Galumir ist verloren. Ja, wenigstens wissen wir schon, wo es jetzt lang geht, nämlich auf zum Schloss. Ist scheinbar so ein kleiner Wettlauf hier. Galumir ist verloren, ja. Oh, for fuck's sake. Die Dinger sind übel. Sind einfach nur noch übel und ich glaube, ich bin da mit dem Schwert. Ja. Jetzt haben wir wieder Gegner und das sind jetzt wirklich die Schattendämonen. Gerade diese komischen kleinen Seelchen noch, was das waren, das war jetzt nicht so das Problem. Und die halten unglaublich viel aus, machen ziemlichen Schaden. Ja, das ist Herz allerliebst, ich hätte gerne das Schwert mal aufgeladen, ja. Noch allerdings war es dann irgendwie auch nicht mehr möglich. Das braucht ihr dann tatsächlich an anderer Stelle. Aber es gibt leider auch nicht die Möglichkeit, solche Händlergeschichten mal so außerhalb von dem Level abzuschießen. Ja, hau den platt. Hau den Typen platt. Und lass ihn bloß nicht so oft treffen. Also, wie ich mal sagen, machen wir hier. Sehen wir zu, dass wir hier wegrennen. Auch wenn hier andauernd welche spawnen, das ist ja schon wie im Peak hier. So wie mit Granaten, was dann halt hier Feinde auftauchen, weil da wollte ich jetzt hin. Das sollte unsere Chancen zumindest ein bisschen verbessern.
Ach, zumindest halt wirklich ein bisschen. So, wir brauchen leider auch den Kelch und wir werden halt nicht viel stärker werden. Also von daher, ja, mir war schon klar, dass jetzt hier Verlustgeschäft wird, lebenstechnisch. So, dahin haben wir noch zwei. Ich meine, klar wäre es jetzt eigentlich besser, erstmal darauf zu machen, dass wir hier die Geschichte irgendwie überleben. So, jetzt wo wir gerade hier ein bisschen Luft haben, nehme ich mal wieder die andere Waffe. Vielleicht hält die ja eine Weile. So, das Vieh auch platt gemacht. Oh, scheinbar nicht. Und er muss wirklich erst komplett stehen bleiben, bevor er die Waffe wechseln kann. Ja, was sollte das jetzt werden? War das ein Transfer, hier so Schattendämon, Victory und so? 37%. Nicht gut. Tauchen hier noch mehr von denen auf? Ich glaube, ich will es momentan eigentlich gar nicht wissen. Aber wir brauchen noch mehr. Das ist leider auch wahr. Okay, hier sind keine mehr. Das heißt, wir können eigentlich fortfahren. Ich möchte trotzdem nochmal das Schwert wieder aufladen. Weil wir jetzt nämlich gleich irgendwo hingehen, wo wir eine ganze Weile nicht an den Händler drankommen. Wir werden das jetzt erstmal nicht benutzen können, das Schwert. Aber wenn wir es dann wieder gebrauchen können, möchte ich es wohl aufgeladen wissen, damit wir dann halt auch... Damit es nicht allzu schnell wieder alle geht. Und so teuer ist das ja nun auch nicht. So, weil jetzt haben wir den Schattentalisman, der halt irgendwie den... Ja, die Viecher, mit denen haben wir schon mal die Bekanntheit gemacht. Die machen uns ja uns relativ gut weh. Hier haben wir schon, hier sehen wir schon, wir haben zwei von zwei Drachenedelsteinen. Die werden noch wichtig werden. Ja, hier können wir jetzt erstmal den Schattentalisman nehmen und tatsächlich hier drauf. So. Und die gibt uns jetzt hier eine Rune, was wir brauchen. Und leider auch noch einen Boss. Ich glaube, das ist nicht die Zeit zum irgendwie dumm rumgurken. Wir brauchen hier tatsächlich Feuerkraft. Ist nicht so einfach hier, weil man jetzt hier in die Richtung von den Viechern gucken muss. Und die haben auch verdammt viel Leben. Ich sollte hier tatsächlich lieber auf langsam gehen. Allein schon, weil das hier so eine miese Plattform ist. Und ich glaube, wir können die sogar im Gegensatz zu den... Ah, verdammt! Ich brauche doch den schnellen Modus. Ich möchte dieses Level nicht normal spielen müssen. Und ja, wir müssen hier schnell laufen, sonst haben wir verloren. Jetzt haben wir mich da jetzt nicht getroffen. Nein! Ich habe noch gegengelegt, das hat aber nicht mehr gereicht. Ja, einmal noch, da sind wir so oder so tot. Scheißegal, ob wir uns noch treffen. Super. Bin ich ganz großer Fan von. Okay, mit Sprint haben wir da noch eine Chance. Oh, das ist nicht gut. Nein! Ich habe noch Sprinten und das hat auch nicht geklappt. Und damit dann mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich werde jetzt erstmal das ganze Ding so ein bisschen mich vorbereiten drauf, indem ich halt so sehe, dass ich vor Anfang des Levels komplett volles Leben habe, also einmal Friedhof durchspielen. Ich glaube, das werde ich einfach gleich mit in die nächste Folge mit einbauen. Das sollte nicht allzu lange dauern. Und dann sehen wir uns bei unserem nächsten Versuch da wieder. Weil diese komischen Schattendämonen haben es ja in sich. Und diese Flugviecher da, die waren noch nicht mal richtige Schattendämonen, weil die hatten ja richtige Körper und nicht einfach nur irgendeinen Schatten. Die Schatten haben ja trotzdem, dass er hier so einen Mist machen muss. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.